Hallo zusammen und willkommen zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, heute will ich euch die neuen Frühjahrsdüfte von Yankee Candle vorstellen aus der Last Paradise Kollektion. Ich hatte das Video schon mal mit den Sommerdüften zusammengedreht. Leider war das anscheinend eine zu große Datei, was auch immer. Ich habe das Video 2, 3 Tage versucht, lang hochzuladen, aber es ist immer gestoppt und ja. Ich habe jetzt einfach mal überlegt, das Ganze kürzer zu fassen und stelle euch erstmal nur die Frühjahrsdüfte vor. Die habe ich auch schon weitestgehend alle angeschnuppert und ja, wollen wir einfach mal zusammen reinschauen. Ja, das Ganze ist eine recht exotische Kollektion, die ja unter dem Titel The Last Paradise läuft und so auch der erste Duft, den ich euch zeige. Ein wunderschönes Glas, wie ich finde. Ich mag Hibiskus, also was man hier auf dem Label sieht, diese Blüte. Das Ganze ist in so einem Aprikot gehalten, sehr schön gemacht und die Beschreibung dazu lautet: The Last Paradise. Sie haben endlich das Paradies gefunden. Seltene und exotische Duftnoten von Früchten und Pflanzen des Regenwaldes verwöhnen ihre Sinne auf unvergleichliche Weise. Enthalten sind Dschungelblatt, grüner Apfel, Hibiskus, Osmanthusblüte, Wildgras, Orchidee, Mimose und Plumeria sowie Veilchenblatt, weißer Moschus und Moos. Ja, also eine sehr kräftige Mischung. Ja, und was ich hier als erstes rieche, ist dieser Hibiskus. Der erinnert mich ein bisschen an den aquatischen Duft Hibiskus Water, falls manche den von euch kennen. Das war auch einer mit meiner ersten Gläser, die ich jemals hatte. Und ja, diese Hibiskusnote kann ich hier rausriechen. Es hat auch einen frischen Touch von diesem Apfel. Ihr riecht auch das Grüne von diesen Palmblättern. Und für mich ist da aber irgendwie eine süße, zuckrige Note bei, als ob da irgendwie so ein Nektar mit dabei ist. Ja, ich weiß nicht, was es genau sein kann. Von den Duftkomponenten her kann ich das jetzt nicht zuordnen. Aber das ist so eine gewisse Süße, die da mitschwingt. Ich hätte jetzt auch gesagt, es könnte vielleicht so ein Agavensirup oder irgendwas in die Richtung sein. Ja, da weiß ich noch nicht, ob mir diese kräftige Süße-Note gefällt, aber ansonsten ist es ein sehr schöner, grüner, floraler Duft, der auf jeden Fall sehr tropisch ist und ja, dennoch gut ins Frühjahr passt. Man muss ja dazu sagen, diese ganzen Düfte, die sehen sehr sommerlich aus. Wobei, wenn man jetzt auf einer Insel wohnt, da ist es halt das ganze Jahr über so ein bisschen sommerlich, tropisch, würde ich sagen. Von daher auch im Frühling The Last Paradise. Weiter geht's mit einem blauen Duft. Und da finde ich das Label auch sehr, sehr schön, sommerlich. Und zwar ist es Beach Escape. Und die Beschreibung dazu: Entdecken Sie ein schattiges Plätzchen unter Palmen und genießen Sie den Blick über das ruhige Meer. Duftnoten von Meeresluft ergänzen Blumen- und Holzaroma. Die perfekte Art, Ihren Tag im Paradies Revue passieren zu lassen. Enthalten sind Ozon, grüne Wasserpalme, Meeresinsel, Maiglöckchen, Jasmin, Löwenzahn, Gerste, Gras, Moschus und Holz. Ja. Und dieser Duft ist was für Fans von Turquoise Sky, Riviera Escape, ne? Alles, was so in so eine Richtung geht. Es ist ein sehr frischer, aquatischer Duft, ozonig, hat so ein bisschen dieses Grasige, was am Meer ist. Vielleicht einen leichten Treibholzmoment, aber der ist ganz dezent. Ja, ich finde ihn jetzt nicht zu maskulin, aber wer, wie gesagt, so Turquoise Sky und sowas mochte, wird den hier auch lieben. Ich denke, das ist auch ein Duft, der im Sommer schön so die Temperatur so ein bisschen gefühlt runterbringt. Ja. Also, was Frisches, Aquatisches für den Sommer würde ich jetzt sagen. Fürs Frühjahr wäre es mir vielleicht doch ein bisschen zu frisch. Aber ansonsten ein solider, ja, Meeresbrise-Duft würde ich sagen. Beach Escape. Weiter geht's mit dem Duft, wo ich sehr, sehr skeptisch war. Aber ich denke, der Duft wird für viele, zumindest die noch nicht warm geschnuppert haben oder auch kalt nicht geschnuppert haben, wird es erstmal der Favorit sein. Nämlich Coconut Rice Cream. So, bei dem Duft kann ich euch schon mal sagen, ich glaube, die Foodie-Liebhaber unter euch, die werden eventuell so ein bisschen enttäuscht sein. Ich lese euch die Beschreibung vor. Eine süße, cremige Leckerei mit Duftnoten von aromatischen Reis und duftender Kokosnuss, die frisch auf einem Markt am Meer ausgelöffelt wurde. Enthalten sind Bambusreis, Duft von gedämpften Reis, Reiskokosnuss, Wasserblume, Sandelholz, Vanille und orientalischer Meeresmoschus. Ja, und als ich den Duft das erste Mal gerochen habe, war ich sehr überrascht. Für mich kommen da erstmal zwei
starke Komponenten aufeinander. Das sind zum einen der gedämpfte Reis und diese Wasserblume. Das geht eine sehr cremige, frische Note ein und auch eine süße, vanillige Kokosnote. Warm fand ich, dass der Duft doch recht frisch und kokoslastig war. Der gedämpfte Moment war dann zum Glück, also für mich persönlich, dann nicht mehr ganz so dominant. Und ich finde ihn gut, muss ich sagen. Ich war positiv überrascht, wie gesagt, weil ich hätte gedacht, dass dieser gedämpfte Reis wirklich sehr massiv ist und das Ganze zu einem sehr erdrückenden Duft macht. Aber diese Wasserblume und dieser Meeresmoschus machen den sehr frisch, fast schon ozonig, aquatisch irgendwie. Und dennoch ist halt diese Cremigkeit von dieser Kokosnuss dabei und auch dieses Reismäßige, ne? Also wie gesagt, aus meiner Sicht würde ich jetzt sagen, wer sich auf einen dekadenten Kokos-Eiscreme-Duft gefreut hat, der wird hier vielleicht ein bisschen enttäuscht sein, weil diese Frische einfach doch recht dominant ist dazu. Aber ich persönlich finde ihn gut so und bin wie gesagt positiv überrascht. Ja, Coconut Rice Cream. Von der Wachsfarbe ist es ein ganz, ganz leichter Rosé-Touch mit drin. Ich weiß nicht, ob man es erkennt im Vergleich. Mal gucken. Ja, es hat so einen ganz leichten Rosé-Touch, ne? Ja. Und der letzte Duft für die Frühjahrskollektion, auch ein traumhaftes Label, ist Bora Bora Shores. Da haben wir so einen violetten Ton und dazu ist auch passend das Label in so einem, ja, violett-blau, Aprikot, dieser Sonnenuntergang oder Aufgang, wie auch immer, da eingefangen. Wirklich traumhaft, da will man direkt Urlaub machen. Die Beschreibung dazu lautet: Gehen Sie an unberührten Stränden entlang und genießen Sie den sanften Duft süßer Früchte und tropischer Blumennoten, während die Sonne das Ufer in einen rosigen Glanz taucht. Enthalten sind Zitronenzucker, Kumquatblatt, Hibiskuswasser, Monoi-Blume, Bora Bora-Blüte, Fresie, Papaya, helles Holz, Zuckerrohr und fruchtiger Moschus. Ja, und bei dem Duft war ich so ein bisschen zwiegespalten. Zu 90% gefällt er mir sehr gut. Es ist ein frischer Duft. Man riecht auch wieder dieses Hibiskuswasser, was das Ganze so hell und klar macht. Man riecht auf jeden Fall süße Komponenten, was Liebliches, Fruchtiges. Und dann ist für mich, aber das ist vielleicht nur Einbildung, keine Ahnung, als ob da ein Schuss Schokolade mit bei wäre. Wie so eine kleine Praline oder irgendwas da drinne, die für mich so einen Hauch Schokolade da mit sich bringt. Und das ist was mich zumindest kalt ein bisschen abschreckt an dem Duft. Ich hatte ihn ja auch schon warm an. Ich habe alle als Votiv auch da. Und muss sagen, warm hat er mir dann gut gefallen, weil da diese Schokonote, nenne ich es mal, nicht mehr zu riechen war. Außer man geht wirklich direkt rüber und wählt sich das zu. Dann hat man das gerochen. Aber ansonsten ist es ein sehr frischer und lieblicher Duft. Ich weiß jetzt nicht, also Zitronenzucker, Kumquat kann ich jetzt so nicht rausriechen. Also zitrisch ist der für mich irgendwie nicht. Süß auf alle Fälle, aber wie gesagt, gleichermaßen auch sehr frisch und floral. Ein gelungener Duft in dem Sinne und würde ich sagen, passt auch gut ins Frühjahr, auch wenn das Label eher so sommerlich daherkommt. Ja, gefällt mir ganz gut. Ja, was soll ich zu der Kollektion sagen? Es ist gemixt. Also grundlegend finde ich sie gut, fast besser als das letzte Frühjahr. Ich bin wie gesagt überrascht von dem Duft hier, wobei der bestimmt auch wieder so die Meinung spalten wird. Hier, wie gesagt, das ist ein solider ja, Meeresduft, der jetzt aber nicht herausragend ist, weil er schon in ähnlicher Form da war. Bei dem The Last Paradise bin ich mir auch noch nicht ganz schlüssig, weil da, wie gesagt, irgendeine Note im Hintergrund ist, die ich ein bisschen stechend oder unangenehm finde. Wäre die nicht, wäre auch sehr, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, zu guter Letzt der Bora Bora Shores. Wäre diese für mich persönlich Schokonote nicht wahrnehmbar, wäre perfekt. So ist er halt nur so zu 90%, ne? Aber ich finde ihn auch ganz gut. Ja, ich bin gespannt, wie ihr die Düfte findet. Falls ihr schon welche habt, schreibt es mir gerne in die Kommentare und erzählt mir, wie sie euch gefallen. Und wir werden uns demnächst vielleicht zum zweiten Teil wiedersehen. Bis dahin eine schöne Zeit, bleibt gesund.